Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Daniel von der Dork University und in diesem Video geht es um ein recht lästiges Thema. Es geht um das Anspringen des Hundes. Das ist eine Sache, die mich ganz, ganz viele Leute immer wieder fragen, was man denn da am besten macht. Das ist also sozusagen ein Klassiker. Und ich möchte einmal kurz darauf eingehen, welche unterschiedlichen Motivationen ein Hund hat, dich oder beziehungsweise euch anzuspringen. Und dann gehen wir nochmal darauf ein, welche zwei, drei verschiedenen Sachen man machen kann, um dem Hund das abzugewöhnen. Und natürlich zeige ich euch auch die Methode der Wahl für mich, wie ich das in der Regel mit Hunden handhabe. Also, welche Gründe gibt es für den Hund, das zu machen? Grund Nummer eins ist einfach die Begrüßung eines Sozialpartners. Man sieht das, wenn Hunde auf einen Sozialpartner oder einen anderen Hund treffen, dann versuchen sie, die Lefzen zu lecken. Und weil Hunde ja ungefähr gleich groß sind, erreichen sie die natürlich. Bei Menschen ist das eine andere Sache. Sie versuchen das in der Regel dann auch zu tun, gerade bei der Begrüßung. Und um in die Gesichtsregion zu kommen, springen sie an einem hoch und versuchen dann eben die Lefzen, beziehungsweise Lefzen haben wir Menschen ja nicht, also das Gesicht zu lecken. Ein anderer Grund, warum Hunde das tun, der ist gar nicht so bekannt, ist, dass Hunde natürlich sehr, sehr viel über Räume arbeiten und dass das Ganze auch eine Art der Qualitätskontrolle sein kann. Qualitätskontrolle meint für mich, sie testen so ein bisschen ihre Grenzen aus, sie testen einfach so ein bisschen die Standfestigkeit des Menschen. Der dritte Grund kann einfach eine Art Übersprungshandlung sein. Das zeigen oft sehr, sehr nervöse, aufgeregte Hunde, die einfach gerade nicht wissen, was sie machen sollen und springen dann in ihrem Wahn, sag ich mal, den Menschen an. Bevor wir jetzt auf die drei Methoden eingehen, was man da machen kann, möchte ich noch einmal unterscheiden zwischen Welpe und erwachsener größerer Hund. Bei einem Welpen ist das klar, dass der anspringt, die kommen und versuchen einfach Kontakt aufzunehmen und da würde ich ein bisschen anders agieren als bei erwachsenen Hunden. Nämlich reicht es bei einem Welpen sehr, sehr häufig, den Hund einfach zu ignorieren. Das funktioniert beim erwachsenen Hund nicht mehr so gut. Und beim Welpen ist es so, dass das wird quasi so ein bisschen gefördert von den meisten Menschen. Der Welpe ist sehr süß, der kommt dann an und alle Leute gucken auf den Welpen. Der Welpe steht sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und durch diese ganze Aufmerksamkeit, die er dann dadurch bekommt, wird das Verhalten verstärkt. Weil was passiert in der Regel? Der Welpe kommt an, er springt einen an und dann beugen die Menschen sich runter und sagen, ach, was bist du denn für ein Süßer, was bist du denn für ein Toller und komm doch mal her. Und das ist ja letztendlich eine positive Zuwendung zu dem Welpen. Also das ist in dem Sinne ein Verstärker und der Welpe wird das Verhalten immer mehr und mehr zeigen. Was ihr da machen könnt, ist wirklich die Interaktion mit dem Welpen sofort abbrechen. Das heißt, der Welpe springt euch an, ihr dreht euch weg, geht weg, brecht auch die Interaktion ab und vor allem, ganz, ganz wichtig, den Welpen nicht angucken. Brecht ihr also diesen Sozialkontakt ab, reicht das in der Regel bei jungen Welpen, dass sie euch nicht mehr anspringen. Das geht in der Regel sehr, sehr schnell. Bei erwachsenen Hunden funktioniert das nicht so gut. Dieses Ignorieren geht da einfach nicht mehr und viele Hunde machen sich einen Spaß daraus. Also das ist ein selbstbelohnendes Verhalten, gerade dieses Anspringen, auch wenn man dann sagt so, ey, hör auf, ich möchte das nicht. Dann empfinden viele Hunde das als Rangelei. Die haben da einfach so ein bisschen Spaß und richtig schlimm ist das dann für die Hunde nicht. Was man also nun tun kann bei erwachsenen Hunden ist Regel Nummer 1, dem Hund keinen Raum geben. Wenn der Hund mich also anspringt und ich gehe in dem Moment nach hinten ein Stückchen, da reicht auch der Oberkörper, dann hat der Hund mit dem Verhalten schon Erfolg gehabt. Und das sollte nicht sein. Was macht ihr da am besten? Genau das Gegenteil. Der Hund springt euch an, ihr bewegt euch auf den Hund zu, nehmt den Oberkörper nach vorne oder wenn es ein großer Hund ist, unterstützt das gerne auch mit den Armen. Also geht auf den Hund zu und blockt den Hund so ab, ohne großartig weiter in die Interaktion zu treten. Die zweite Möglichkeit, die man hat, dem Hund das abzugewöhnen, ist in der Handlung quasi schon zu unterbrechen
Das kann ich entweder machen, indem ich ein Kommando gebe dem Hund. Das kann ein Sitz oder ein Platz sein oder irgendein Kommando, was der Hund sehr, sehr gut beherrscht, was er also kann. Ja, wenn das gut funktioniert, dann kann man das machen. Das heißt, der Hund rennt auf mich zu, ich sage dem Hund Sitz, merke, er will mich anspringen. Der Hund bekommt das Sitz, setzt sich hin. Oder für die Leute, die gerne mit Futter arbeiten oder mit Leckerchen, kann ich auch im Ansatz, wenn der Hund kommt, ein Leckerchen nehmen und das schon auf den Boden werfen und dann entsprechend den Hund dadurch ablenken. Wichtig wäre dann immer, wenn es eine Begrüßung ist, kann ich natürlich dann auch ein bisschen runtergehen und dem Hund das ein bisschen leichter machen, also dann ihn auch mal streicheln und begrüßen. Ich persönlich bin nicht der Fan von Leckerchen. Ich handle das ein bisschen anders. Ich lasse den Hund selber eine Erfahrung machen. Für mich ist das alles eine soziale Interaktion. Das heißt, der erwachsene Hund, der mich anspringt, den halte ich fest an den Pfoten und laufe einfach ein Stückchen mit ihm. Also halte ihn wirklich hier oben, lasse ihn ein paar Schritte rückwärts gehen. Und das ist für die meisten Hunde sehr, sehr unangenehm, oder sagen wir mal, die möchten das dann einfach nicht. Die fangen dann meistens an, so in die Arme zu beißen. Und das ist dann relativ schnell erledigt. Wenn ich das konstant ein, zwei, dreimal mache, dann überlegt der Hund sich sehr, sehr gut, ob er mich denn noch anspringen möchte, ob das was Positives für ihn ist oder ob das etwas Negatives ist. Und in dem Fall ist es etwas Negatives. So wird der Hund das Verhalten innerhalb kürzester Zeit sein lassen. Ein weiteres Thema, wo die Meinungen auseinandergehen, ist das Thema Spiel, nämlich was ist im Spiel überhaupt erlaubt. Für mich ist im Spiel sehr viel erlaubt. Das bedeutet auch, das Anspringen ist für mich im Spiel erlaubt. Der Hund darf auch ruhig mal meinen Arm festhalten und darf mich mal in den Arm zwicken. Für mich ist Spiel ein geschützter Raum. Voraussetzung ist natürlich immer, dass das Ganze gehemmt abläuft und dass ich damit klarkomme, dass das für mich okay ist. Wenn das für euch nicht okay ist, dann lasst das sein. Dann sagt dem Hund da auch schon nein oder brecht den Hund dabei ab, sagt ihm im Prinzip, dass er das nicht machen soll. Aber letztendlich ist es so, dass wenn man Hunde beobachtet, wie sie miteinander interagieren, wie sie miteinander spielen, dann ist da auch eine ganze Menge erlaubt. Die springen sich auch an, die käbbeln miteinander und das darf der Hund bei mir selbstverständlich auch. Wichtig ist immer nur, dass ich dann auch sagen kann, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Und dann ist es auch vorbei mit irgendwelchen anderen auffordernden Sachen, unter anderem auch natürlich dem Anspringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In der nächsten Zeit kommen noch jede Menge Videos zum Thema Hundetraining. Wenn Fragen aufgetreten sind, dann schreibt sie einfach in die Kommentare oder erzählt doch einfach mal, wie das bei euch funktioniert mit dem Anspringen und was ihr dagegen macht. Bis bald, euer Daniel.